So, wir brauchen jetzt einen etwas schärferen Blick auf die Geschichte. Sie sehen, ich habe mich auch leicht verändert. Es geht eben um die Lichtintensität und diesen Extinktionskoeffizienten, der, und das sehen Sie hier ziemlich gut, ja, von der Wellenlänge auch abhängig ist. Also bisher haben wir eben gesagt, Licht, normalerweise versteht man darunter dieses PAR, also Photosynthetic Active Radiation, die Wellenlänge zwischen 400 und 700 Nanometer. Aber wenn wir jetzt das Wellenlängen aufschlüsseln, dann sieht man, dass dieser Extinktionskoeffizient ja sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wenn wir bei Rot oder Infrarot sind, dann sehen Sie, da ist der, das wird sehr viel ausgelöscht. Ja? Und Sie sehen, die Absorption pro Meter ist bei Infrarot bereits 85%, beim roten Licht ist es also zwei Drittel ist da schon weg. Sie sehen also, Infrarot und Rot dringt nicht weit ein, also mit Infrarot können Sie im Wasser nicht sehr viel anfangen. Dann kommen wir auf Orange und Gelb, Grün, Blau und Sie sehen, hier wird der Extinktionskoeffizient eigentlich in der Regel immer kleiner, er steigt dann wieder leicht an, beim UVB ist er etwas höher. Das schauen wir uns jetzt noch dann genau an und Sie sehen dann, wie viel Prozent des einfallenden Lichts auf jeden Meter Tiefe absorbiert wird. Ja. Da unten rechts ist dann die entsprechende Grafik dazu und zwar für bestimmte Seen, das L ganz unten, das ist, dürfte der Lunzer See sein, den werden wir noch öfter begegnen. Und da hat man einfach geschaut, wie viel kommt noch an, in einem Meter Tiefe, wenn ich an der Oberfläche 100% setze. Und Sie sehen, beim destillierten Wasser kommt also im Violetten, im Blauen, im Grünen bis zum Gelben das meiste eigentlich noch an in einem Meter Tiefe. Wenn es dann Richtung Rot geht, wird es also immer weniger, da kommt dann sehr wenig an. Und Sie sehen, dass auch die Zusammensetzung des Wassers, also auch die Wasserfarbe sich natürlich ändert. Ja? Wenn wir den See Nummer A haben, der lässt also relativ viel Licht durch, ja, da gibt es immerhin in der Mitte noch mehr als 80%, im UV-Bereich ist wenig, aber Sie sehen, dass sich die Farbe natürlich verschiebt. Ja. Also das geht also dann Richtung Gelb, Braun, Rot hin. Sie sehen also, je nachdem, welche gelösten, jetzt vor allem organischen Substanzen in diesem Wasser vorhanden sind. Man kann es noch ein bisschen anders darstellen. Schauen wir uns diese Grafik an. Da sehen wir die Intensität und die spektrale Zusammensetzung in verschiedenen Tiefen, eben von diesem berühmten Lunzer See, Lunzer Untersee, der in Prozent der Strahlung, die eintrifft. Ja? In 1 Meter, 2 Meter und so weiter. Und Sie sehen, dass von jetzt dem Licht Wellenlänge 500 etwa blau-grün, 600 geht schon ins Gelb-Orange, da kommt also am meisten an, ja, während das UV-Licht wird stark absorbiert und natürlich auch das Rote. Ja, Sie sehen, das ist also eine Kurve, die uns ziemlich klar sagt, was kommt da noch in 20 Meter an von UV-0, vom roten 0, ein bisschen noch von dem Grünen kommt da noch an. Hier oben diese Mini-Tabelle ist natürlich jetzt, das ist sehr konstruiert, wenn man einen Extinktionskoeffizienten von 0 hat, ist natürlich die absorbierte Strahlung 0 und in 1 Meter kommt alles an. Wenn wir diese Extinktionskoeffizienten jetzt immer höher machen, Sie sehen, wir gehen da bis zu Extremwerten von 3, dann wird also bereits im obersten Meter 95% der Strahlung absorbiert. Ja, also die wirklichen Seen liegen etwa zwischen 0,01 und 2, ja, es könnte auch Richtung 3 gehen manchmal. Ja. Und da habe ich noch hingeschrieben, das wäre also E hoch minus 1, E hoch minus 2, E hoch minus 3, wenn der Extinktionskoeffizient 1 ist, ja, dann kommt also, wird also absorbiert 2 Drittel, dann 86, dann wieder zwei Drittel und so weiter. Wenn wir es also mit E angeben, dann sieht man, ist es also vielleicht, kann man sich vielleicht merken.
Ja, das sind jetzt wieder Seen, Erddeformationsprofile von PAR, von dieser photosynthetisch aktiven Strahlung, in Seen mit unterschiedlichen Gehalten gelöster organischer Substanz. Da gibt es Seen, wo also die 1% Tiefe, die sehen Sie also ganz links, auf der linken Grafik ganz links, bereits in 1 Meter erreicht ist. Das heißt, Photosynthese wäre hier nur im obersten Meter eigentlich möglich. Und dann gibt es Seen, wo das Licht sehr, sehr weit und sehr tief eindringt. Und aufgeschlüsselt jetzt für die UVB-Strahlung, und zwar die 305 Nanometer, die richtige UVB-Strahlung, da sehen Sie eine Reihe von Seen, die haben sehr viel gelöste organische Substanz, DOC. Da ist also die 1% Tiefe vom UVB, ja, ist bei 1-2 Metern oder 1,5 Meter. Dann gehen wir zum Gossenkölle See, das ist also, der hat ganz, ganz wenig DOC. Da ist die Eindringtiefe theoretisch etwa 15, 20 Meter. Der See ist aber nur 9,9 Meter tief. Das heißt, das war eine wichtige Erkenntnis damals. Wir haben gesehen, diese Hochgebirgsseen, die wenig organische Substanz haben, sind also von UV durchstrahlt. Da geht die UV-Strahlung also durch. Eine Situation, die man sonst eigentlich nur weit draußen im Ozean trifft, wo also wenig organische Substanz da ist. Ja, das zum Abschluss noch. Man sieht hier, früher hat man also diese UV-Strahlung relativ wenig gemessen. Das waren auch vor Ozonloch-Geschichten und so weiter. Und da hat man eben angenommen, dass ja, die UV-Strahlung eine geringe Rolle spielt. Und dann hat man begonnen, eben Tiefen zu Seen zu untersuchen, die wenig organische Substanz enthalten. Und Sie sehen, da ist die 1% UV-Tiefe, hier sind es die 320 Nanometer, sind also 15 Meter oder höher. Und da kann man so in etwa so eine Grenze einziehen, 1 Milligramm DOC drüber oder drunter. Dankeschön.